Hallo ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Und heute nehme ich euch mit zu Walmart und ich habe gedacht, passend zur Weihnachtszeit nehme ich euch mal mit in die Spielzeugabteilung und zeige euch einfach mal, was es für Spielsachen hier gibt und womit die amerikanischen Kinder also spielen. Übrigens gibt es heute gute Nachrichten über meine Oma. Heute Morgen ging es ihr ziemlich gut und sie hat auch selber gefrühstückt. Hoffentlich wird sie schnell gesund. Daumen drücken, bitte. Ja, dann nehme ich euch jetzt erstmal mit zu Walmart in die Spielzeugabteilung. Hey, wir sind in der Spielzeugabteilung bei Walmart. Hier gibt es alle möglichen fahrbaren Spielzeuge für die kleineren Kinder. Hier so ein Dinosaurier oder ein Feuerwehrauto. So heißt es doch, oder? Hier sind Hot Wheels, Matchbox, Mario Kart. So, wir sind jetzt hier also anscheinend im jungen Bereich. Coca-Cola Truck. Ja, hier sind die ganzen Autos. Diese Tech Deck, gibt es die immer noch? Hat Julian schon vor Jahren mal mitgespielt. Monster Mover. Ja, sehr, sehr viele Autos gibt's hier. Im Grunde der ganze Gang hier. Alles Autos. Hier drüben sind Scooter. Ach, guck mal das Ding an. Boosters Bouncing Boots. Ja, quasi die ganzen Hoverboards. Mit bunten Lichtern. Das Grüne. So, hier gibt es kleine Boomboxes, kleine Karaoke-Sets. Mikrofone. Hier ist eine größere. Das ist bestimmt lustig. Habe ich auch schon mal überlegt, sowas zu holen. Die sieht auch ganz gut aus. Oder Headsets. Ja, ich schnaufe bestimmt schon wieder. Ist irgendwie so schwer mit der Maske. Tut mir leid, wenn ich so schnaufe. Hier eine schöne Puppe zum Schminken und Haare kämmen. Ein sehr professionelles Doktor-Set. Hier ist ein Frozen 2 Puppenset, kostet 39 Dollar. Ein Feuerhaus. Feuerhaus? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sage das falsch. Super Adventure Coloring Activity Set. So, hier sind ein paar Board Games. Noch mehr Jungs-Sachen. Große Trucks. 29 Dollar. Und hier kommt jetzt ein bisschen so Lego, Star Wars, Minecraft. Star Wars Yoda. Avengers, Jurassic World, Harry Potter, Batman. Ganz viel Spider-Man, Avengers, Harry Potter. Gibt es ja bestimmt alles in Deutschland.
denke ich mal. Aber vielleicht interessant, was es hier so kostet und was es bei euch kostet. Sind die Preise vergleichbar? Noch mehr Minecraft. Die Minions. Super Mario. Hier kommt Lego City. Und hier für die Kleineren das Duplo. Oh, was haben wir denn hier? Hier haben wir den Joker mit austauschbarem Kopf. Toy Story. Das kenne ich gar nicht. Gamerverse. Bakugan. Ach, Beyblades. Das hatte Julian früher auch immer. Komische Sachen. Fortnite. So, was sind das hier? Godzillas. Godzilla versus Kong. Hier haben wir die Wrestler. Dann haben wir hier Balor, Hardy, Reigns. Muss ich an. Faker John Cena? Sie ist ja cool. Okay. Minions. Masters of the Universe. Das ist schon so alt. Das habe ich schon als Kind geguckt. Wahrscheinlich gibt es da schon eine neue Version, ich weiß es nicht. Guck mal, hier ist ein süßer Yoda. Ist das überhaupt der Yoda? Oder ist das ein Baby? Das ist das Baby. Mandalorian the Child. Hier ist noch Fortnite. Fortnite. Fortnite the Baller. Okay. Five Nights at Freddy's. Und noch mehr Toy Story. Was ist hier unten? Dungeon Dragons. So, hier ist jetzt ein bisschen Mädchenset. Kindie Kids. So, hier sind ganz viele Bastelsachen und so für Mädchen. Zum Backen. Bake up delicious treats and lots of fun with the fun to bake oven. Hier sind auch Backmischungen. Naja, da kann man aber in die Erwachsenenabteilung gehen und billigere Backmischung kaufen. Ist also Zuckerwatte hier, Zuckerwattemaschine. Dance and bark to my own music. Try me. So, hier haben wir ein Einhorn Sugar. Baby Dragon. V-Tech. Also ganz viele Einhörner. Das scheint ein Ding zu sein hier. Was sind das für welche? Poop
Palots. I poop. Ich mache Häufchen. Sehr schön. Na dann viel Spaß. I pee. Ich mache Pipi. Sehr toll. Hier mit einer Badewanne. Oh, das ist ja besonders hübsch. Hatchimals. Wild Heart Surprise. Ich weiß auch gar nicht, was das alles ist. Das sind ja Mädchenspielsachen. Julian hat ja nicht mit sowas gespielt. Twisty Pets. Das Baby Alive. Sie hat auch so ein Einhorn auf dem Kopf. Ich weiß also im Grunde wirklich nicht, was die meisten Sachen sind. Was ist das hier zum Beispiel? Sweet Shake. Surprise. Tja, ist eine Überraschung. Hier gibt es Täschchen mit Hündchen. Das finde ich ja süß. Ein Pet in a Bag. Oder halt ein Einhorn natürlich. So, Little Babies. Naja, realistisch sehen die Babys ja nicht aus. Wir haben früher ja eher mit Babys gespielt, die echt aussahen. Und die sehen ja alle nicht echt aus. Das hier sieht echt aus, aber ist so klein. Na, die hier, die sehen ein bisschen besser aus. Finde ich. Ja, die sehen doch ganz süß aus. Das hat einfach viel zu große Augen. So, hier gibt es ein bisschen Zubehör für die Babys. Hier ist eine Badewanne. Noch mehr Babypuppen. Betten. Kinderwagen. Einkaufswagen. Natürlich mit Walmart drauf. Eine Kasse. Topfset. Hier, Hausfrau übt sich früh zum Saubermachen. 12 Dollar. Hier ist eine ganze Küche. 29. Und ein paar Klamotten. Hier gibt es Waschmaschine und Trockner. Hier ist ein kleines Büroset. 24. Oh, guck mal hier. Eine Maschine, eine Vending-Maschine. Hier ist noch eine Küche. Eine schicke Einbauküche. Mit vielen Utensilien. Anscheinend in New York City. Das ist zugeklebt. Schade. So, hier oben sind noch ein paar hübsche Puppen. So, hier haben wir Barbies. Die ist ja hübsch. Finde ich ja schön, dass sie mal ein paar Hüften hat. Die dafür wieder nicht. Die ist ja auch süß. Hier haben wir mal anständige Figuren, die Barbies. Das gefällt mir. Der Kerl, der ist ja auch süß. Oh, guck mal, mit einer Prothese. Ist ja nicht schlecht. Die versuchen ja, hier mehr inclusive zu sein, die Barbies. Ja, ich kann immer noch so schlecht atmen. Sorry. Sorry, Leute. Ja, Fußball-Barbie oder was ist das? Nicht schlecht.
7,94. Also als ich 10 war, waren die teurer. So eine Barbie. Und guck mal, die sehen ja alle heiß aus hier. Der sieht so ein bisschen aus wie Cora mit Haare. Mit der Schürze. Erinnert er mich an Cora. Guck mal so. Wow, mir war gar nicht bewusst, wie modern Barbie geworden ist. Hatte ich keine Ahnung. Die ist ja auch hübsch. Ist mir gar nicht bewusst gewesen. Finde ich ja jetzt voll interessant. Also ich habe ja früher sehr viel mit Barbie gespielt. Aber da sahen die ja alle gleich aus. So wie sie sahen die alle aus. Alle. Alle Barbies sahen so aus. Nicht so toll unterschiedlich. Eine rothaarige. Das finde ich super. Also Hut ab, Barbie. Das ist hier wieder so eine typische eher, mit der ich groß geworden bin. Hier ist so ein Schminkkopf. Oh, die ist aber auch schön. Die Holiday Barbie. Das ist, glaube ich, 34, 44. So, hier sind noch ein paar Schwimmer. Eine Spa-Barbie. Oh, die ist ja auch hübsch. Eine Ballerina. Eine große Barbie. Ein paar Möbel. Einkaufen. Hier ist wieder ein Kuchendeko. Und ein Kinderzimmer. Sie sieht eher aus wie so ein... Sie ist wahrscheinlich der Babysitter, nicht die Mama. So, hier ist ein Pool. Ja, so eine, die Skipper, die gab es auch schon, als ich klein war. So, die hier, die malt oder was? Hier ist ein Camper. Kostet 79. Sie steht auf einem Markt. Hier ist so eine Bäuerin, eine Farmerin. Ein Ice Truck. Ist ja auch süß. Und hier ist ein Riesenrad. Ist hier wie so ein Rummelplatz. Das hier sieht aus wie eine Schule. Okay. Ach, die Care Bears. Die gab es auch schon, als ich klein war. Was haben wir denn hier unten? Sparkle Girls. Ach, die sehen ja aus, als wären die auf einem Eiscreme-Cone. Hier ist ein ganzes Set. Das ist wieder Frozen. Hier gibt es ein Frozen-Kostüm. Für 19. Noch mehr Frozen-Puppen. Süß. Und hier sind wunderschöne Diamanten, Diamantenschmuck und Schuhe. Mit Pferd, ein Unicorn. Oh, die sieht aber verweint aus. Die haben aber traurige Augen. Schminkköpfe. Handtasche mit Sonnenbrille. Oder das hier ein Handy. Was sind das hier? Trolls World Tour. Tiny Dancers.
Die sind ja auch putzig. Oder die? Ah, das sind die gleichen, glaube ich, aber hier gibt es die im Set. Das hier sagt mir nicht. Oh. Die sind ja auch süß. Obwohl die Augen, die sind so komisch, oder? Riesenaugen. Halt so irgendwie wie so japanische Cartoons. Und hier ist wieder so ein Ding, weiß ich nicht, weiß, was es ist. Secret Crush. Oder was sind das hier? Surprises. Weiß nicht so richtig, was das ist. Sind das Kassetten? Nee. Hier ist noch mehr so zum Malen. Und was ist das hier? Ein Hair-Salon. Ach so, das ist da drin. Das sind alle möglichen Puzzle. Hier sind ganz viele Board Games. Sorry ist so wie Mensch, ärger dich nicht. Headbands. Das haben wir auch. Haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Wie hieß das nochmal? Verbinde 4 oder so? Guess Who? Das finde ich super, das Spiel. Verschiedene Monopolies. Das Spiel des Lebens, das gibt es auch schon so lange. Aber eine Hundeversion. Ja, hier sind Kartenspiele. Hier sind eher so für Erwachsene. Risiko. Your worst nightmare. Und hier ist eher so der Babybereich für die ganz Kleinen. Spielzeug, das viel Musik und Lärm macht. Was ist denn hier? Eine ganze Babystation. Lauter Babys. Hier ist wieder ein Frozen Castle. Noch mehr Plastiksachen. Sagt mir nicht wirklich, was das ist. PJ Masks. Ein Batman Castle. Noch mehr Babyspielzeug. Mit vielen Tasten zum Lärm machen. Das hören dann die jungen werdenden Mütter den ganzen Tag. Die ganzen Geräusche. Geht nicht. Sieht fast aus wie so eine, wie heißt es nochmal, von der PlayStation oder so. Hier haben wir Peppa Pig. Die Schweinefamilie. Der Potato Head. Ein super cooles Telefon. Minnie Maus. Oder ein Cash Register. Sieht super realistisch aus. Deluxe Pet Set.
So, hier ist ein Drumset für den professionellen Drummer. Hier sind so Puppenhäuser. Ich will immer sagen Feuerhaus, aber es heißt, glaube ich, irgendwie anders, oder? Die haben hier ein Doppelbett. Hier kann man schön einkaufen gehen. Ein Mülltruck. Küchenmaschinen. Sehr süß. Hier ein Mixer und alles. Und hier ist ein Schminkset. Blippi, let's dress up. Weiß ich nicht so richtig, was das ist. Und hier haben wir Knete, Play-Doh. Was ist das hier? So ein Riesenset. In allen Regenbogenfarben. Das gibt's auch schon forever. Da habe ich schon mitgespielt. So viele Knetesets. Hier haben wir ein Dream Closet. Also ein Einbauschrank für 44,94. Und hier haben wir noch Little People, eine Animal Farm. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es so war, bitte Thumbs up nicht vergessen. Das hilft mir immer sehr auf meinem Kanal. Und wenn euch das Leben in Amerika interessiert, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten bleibt gesund und munter, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss, eure Sissi.